Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Und ja, der nächste Tag steht an und ich bin in Kamala. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen schwimmen gehen mit der Nong. Mit meinem Hund war ich schon unterwegs und jetzt gehen wir ein bisschen im Pool schwimmen und schauen, dass wir den Zement runterkriegen von den Beinen und von den Armen. Und danach geht es weiter wieder Richtung Phang Nga und dann schauen wir mal, ob die ganze Terrasse heute dann soweit fertig wird. Zumindest der Zement, der Estrich fertig wird. Genau, und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei und gibt ein paar Tipps, was ich wieder falsch mache oder was ich gut mache. Immer interessant zu lesen, ja. Ja, und by the way, ist mittlerweile ja schon 9 Uhr und wenn ihr seht, hier in Kamala Beach, super schönes Wetter, allerdings die liegen leer. Hier sind keine Touristen, also hier scheint sich dann doch so langsam die Nebensaison durchzusetzen. Und ja, für mich geil, ich mag es lieber, wenn es leer ist und wenn man so ein bisschen chillen kann hier am Strand. Und das konnte man in den letzten Monaten, weiß Gott nicht, aber wie ihr seht, sehr, sehr wenig los. Also, willkommen, Nebensaison. Ja, und hier seht ihr das sonst so überfüllte Sunprime Hotel morgens. Um 8 ist hier eigentlich der Kampf um die Liegen angesagt, aber das findet im Moment nicht statt, weil wie gesagt gar nicht mehr so viele Leute da sind. Ihr seht, die Liegen sind überwiegend frei. Das Pool ist leer. Ich habe meinen Schwimm hinter mich gebracht und ja, so wie es ausschaut, die Prognosen, es gibt keine Nebensaison mehr. Es ist hier nur noch voll auf Phuket. Das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Und wie gesagt, auch ganz gut, wenn hier mal ein bisschen Ruhe einkehrt und wir so ein bisschen ja, runterfahren können. Ansonsten das allmorgendliche Ritual Pflanzen gießen. Und da ich ja gestern in Phang Nga übernachtet habe, haben meine Pflanzen gestern bzw. vorgestern auf gestern in Phang Nga übernachtet habe, meine Pflanzen kein Wasser bekommen. Und ja, habt ihr ja mitbekommen, hier regnet es nicht. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Liebe und Zeit investiert für diese Pflanzen. Die waren alle, ja, ich sag mal, maximal bis zu den Knien hoch, die Pflanzen, die ich gekauft habe vor 2 Jahren. Und ja, einmal umgesiedelt vom einen Haus ins andere Haus und schaut euch mal an, wie die gewachsen sind. Also es ist natürlich schon geil und die will ich natürlich nicht kaputt gehen lassen. Also brauchen die sehr, sehr viel Wasser, wenn es nicht regnet und wenn ich nicht da bin. Da ist die Eis ein bisschen träge, da kann ich mich nicht so drauf verlassen, dass die Pflanzen gegossen werden. Drum nach Deutschland fliegen um eine Woche oder 2 Wochen nicht da sein. Um Gottes Willen, da möchte ich nicht wissen, wie meine Pflanzen ausschauen. Bin so ein bisschen Pflanzenfreak. Neben meinen Katzen kommen dann gleich die Pflanzen. Und ja, deswegen jetzt erstmal schön gießen und dann geht es auch schon wieder los. So, kleine Planänderung. Jetzt wird erstmal hier gearbeitet, denn Eis muss zum Zahnarzt und wird um 13 Uhr stattfinden. Jetzt ist 9 Uhr, ich habe noch so viel Zeit und bevor ich jetzt hier faul rumsitze, baue ich jetzt mal diese Hütte hier im Hintergrund ab. Die soll nämlich auf die Terrasse nach Phang Nga kommen, weil das Teil hier nutzen wir überhaupt gar nicht. Und es ist eigentlich total schön, sich da reinzusetzen. Und ja, die wird jetzt abgebaut und dann, wie gesagt, fahre ich mit Eis nach Katu zum Zahnarzt. Danach fahren wir wieder zurück und dann geht es ab nach Phang Nga. So, der erste Teil ist abgebaut und jetzt habe ich dieses Dach hier noch. Aber so kann ich das ganze Teil natürlich nicht transportieren. Wobei, die Thais haben es von dem einen Haus zu dem Haus hier tatsächlich komplett auf einem, ja, so einen Mini-Truck, sage ich mal, hierher gefahren. Aber jetzt geht es natürlich nicht mehr. Zum einen bekomme ich es hier nicht mehr raus, weil hier natürlich jetzt alles zugewachsen ist. Und zum anderen, ja, bis nach Phang Nga, das sind halt dann doch 60 Kilometer. Da wird mir die Polizei wahrscheinlich auch fragen, ob ich einen Dachschaden habe. Also demzufolge habe jetzt zumindest mal das Dach gelockert. Das kann man jetzt dann anheben und kann dann praktisch erstmal das Dach wegfahren und dann das Unterteil wegfahren. Genau, und jetzt fahre ich zu Eis. Ja, und hier ist der Shop, wo Eis arbeitet. Sie macht hier das Management. Und ja, schauen wir mal rein. Hello. Hey. Hello. Hi. Baby, I'm hungry. I come early. Can we go to Patong? I have to change the motorbike and then we can eat something. Yeah, me too. I'm also hungry. Okay, so yeah, here we go, no? Here we go. Okay. Ich muss eben warten auf die Eis. Es ist ganz normal.
Ich sage, ich komme in 10 Minuten, dann komme ich in 20 und war trotzdem nochmal 10. Stadler, ready? Yes. Here we go. Ja, angekommen hier gibt es super lecker Chicken und echt auch zum absolut überschaubaren Preis. Kann ich nur empfehlen. Ist hier in Patong. Wenn ihr genau wissen wollt, wo das ist, dann schreibt mir und ich gebe euch gerne Antwort dazu. Und hier gibt es lecker Chicken und lecker Papaya-Salat. Und hier waren wir übrigens auch mit dem Stefan und mit der Fum gewesen, genau an dem Tisch, und haben hier sehr lecker gegessen. Und genau das Gleiche machen wir heute. So, die Eis richtet jetzt schön das Essen ein bisschen her. Und hier lecker Papaya-Salat, lecker Chicken. Und ja, scharfe Soße kann ich nicht essen, die ist die Eis mit Sticky-Reis. Und was bekomme ich eigentlich noch dazu? Ja, auch Sticky-Reis, wie gesagt. Und hat sie mir vom Supermarkt noch so eine Soße geholt, weil ich diese scharfe Soße nicht essen kann. Und die haben immer so eine süß oder so eine leicht süßliche Soße. Die haben sie heute nicht, und das Eis gerade zum Supermarkt gegangen und hat mir die geholt. Also super. Kapung kap. So, mit Eis jetzt weitergefahren hier nach Khartoum. Hier ist der Zahnarzt, wo ihre Zahnspange gemacht wird, und das ist jetzt auch bald vorbei, dieses Thema. Das geht seit fast 2 Jahren. Und ja, aber auch schön geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Und show me your teeth. Show me. Ah, nice, beautiful. Genau, und ja, bei mir geht es jetzt weiter Richtung Pangna. Eis bleibt hier noch ein bisschen und dann, wie gesagt, gehen wir zum Arbeiten. Okay, keine Avia-Tankstelle, aber tanken müssen wir trotzdem. Und hier seht ihr mal so, das Benzin kostet hier 40 Baht der Liter, also 39 Baht der Liter sind, ja, 40 Baht, könnt ihr euch selber ausrechnen, 100 Baht sind knapp 2,90 oder mittlerweile 3 Euro, bin gar nicht ganz so sicher. Na, hast du bei 40, also bis bei ungefähr, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 50 Cent der Liter ungefähr. Genau. Ja, und sowas läuft dann hier in Phang Nga natürlich auch immer wieder mal über den Weg. Eine ganz schöne Echse hier. Schöner Varan. Und ja, tolles Teil. So was siehst du in Phuket natürlich dann sehr, sehr selten, aber hier in Phang Nga Schlangen und Warane, ja, fast tagtäglich. Wie gesagt, richtig schönes Tier. Boah, hey! Hey! Huh? What are you doing here? Huh? Huh? What are you doing? Alenia, what do you eat in there? Huh? Oh, pa mai. Pa mai. Pa pa. Ah, your cat. What he do, Opa? Nia, let go. Huh? What he do? He made the homestay. Ah, okay. First time I see him working. Tell him. What? Tell I first time I see he work something. Okay, here we go. So, den ganzen Tag wieder gekeult, beziehungsweise den halben Tag, war ja heute ein bisschen unterwegs, habt ihr ja mitbekommen. Und jetzt, ja, das ist der Rest vom Schützenfest, der hier noch so rumliegt. Müssen wir dann noch ein bisschen sauber machen. Ein bisschen zu viel Sand gekauft, ja, aber den benutzen wir dann mit Sicherheit für das nächste Projekt, was wir am Start haben. Und genau, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze, dieser Estrich, beziehungsweise die Terrasse,
von außen aussieht, keine Angst, das ist der Steg, das hat nichts mit mir zu tun hier. Aber hier jetzt die Terrasse, zumindest mal der Boden, soweit drin. Und das ist das, was wir bis heute hinbekommen haben. Auch wieder nur einer dazugekommen. Seht es mir nach, dass ich nicht die ganze Zeit gefilmt habe, aber zu zweit mit diesem Estrich. Wir haben nur geschleppt und Estrich reinfließen lassen bis zum geht nicht mehr. Und da kann ich nicht die ganze Zeit das Handy mitnehmen. Und ja, wie gesagt, so von außen. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze von der Terrasse aus aussieht. Ja, jetzt, wie gesagt, hier die Terrasse. Schön schaut's noch nicht aus, aber ist begehbar auf jeden Fall schon mal. Mein erster Estrich, den ich in meinem Leben gemacht habe, also habe auch schon viel gemacht, aber mit Estrich tatsächlich das erste Mal. Aber schaut doch schon mal ganz gut aus. Und ja, ich kann drauf laufen. Also die Fläche ist schon fest. Jetzt lassen wir ein bisschen trocknen und dann schauen wir mal morgen, was wir für ein Geländer hinmachen und was wir für einen Fußboden drauf machen, dass das Ganze dann auch schnuckelig ausschaut. Wir bleiben am Ball und ich halte euch auf dem Laufenden und würde sagen, für heute machen wir Schluss aus Phang Nga, aus Thailand und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße und lasst euch gut gehen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und von wo aus immer ihr Phuket 24 Hours anschaut. Danke fürs Reinschauen. Bin wirklich sehr, sehr glücklich über euch, dass ihr immer mit dabei seid. Freue mich über jeden Kommentar und wie gesagt, wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut. Servus. Ciao. Bye, bye.